Nachdiktat der Begriffssammlung zu dem nächtlichen Traum Another Brick Out of the Wall, übertitelt Ein Ziegel, ein Ton, Block, Ton, Erde, Dreck. Scheiße, Geld, Gold, Gold aus Strohspinnen, das Gybalon. Merde, Dreck bist du und zu Erde wirst du wieder werden. Und eben die Gefäße, in denen das geschieht, eine fliegende Toilettenschüssel, euphemistisch ein Bidet, in dem herumgerührt wird, die Macbethschen Hexenkessel, die organizistischen Tiegel, in denen herumgerührt wird, Scheißkochtiegel, Scheißhaus, Toilettenschüssel, eine Teigrührmaschine, mit Knetmasse, mit Knetmaterie, mit organizistischer Masse, mit organizistischer Materie. Die Metapher des Organischen verstehen, wie man aus diesem Klumpen, aus diesem Dreck, diesen Batzen Scheiße gemacht wird im Glory Hole, im Holy Glory. Backe, backe Kuchen. In dieser Teigrührmaschine, keine Betonmixmaschine, sondern eine Schokoladengrangeliertrommel Kessel, in denen diese gequirlte Scheiße, ein hartes Wort für eine weiche Masse, geknetet wird. Dreck, Merde bist du und zur Erde wirst du wieder werden, dieser ausgeworfene Scheißhaufen der Materie, die alles Organizistische darstellt, dunkle, organisch gärende, stinkende, organizistische Materie. In dieser Unterwelt Teigknetungsmaschine der Proserpina, die angekurbelt werden, um diesen Kongelierprozess anzuwerfen, die Masse verflüssigen, herumrühren, kneten, massieren und dann wieder zu neuen Kakao-Schokotäfelchen formen. Und das dann
in der Begegnung des überwältigendsten Erlebnisses der Unterwelten von Pan, Styx, Sylphen, Satyren, Dionysos, Bacchus, der genießende Bacchus in der Münchner Pinakothek, der barbarinische Faun heißt er, aber der kam im Traum nicht vor, sondern nur dieser Haufen an Erde, an Tod, an Scheiße in diesen fliegenden Toilettenschüsseln, in diesen Rotationsmaschinen, den UFOs, den, wie heißt das, nicht Vajrayanas, sondern Vimanas in der indischen Mythologie. Der Macbethsche Fleisch, Weichfleisch-Hexenkessel, in denen die Umwandlung vollzogen wird von organizistischer, amorpher Weichfleischmasse zu dann geformten Pralines oder anderen Süßlichkeiten des betörenden Duftes und Geschmacks aus den vorher organischen Gestänken